Hallöchen, mein Name ist Mpox und ich begrüße euch hier auf Get Gaming FFA. An dem Ort, an dem schon lange nichts mehr passiert ist. Und ich dachte mir einfach mal, FFA steht ja bekanntlich für Free for All. Und ich mache jetzt mal hier nichts mit Videospielen, sondern mit coolen Cocktailgedöns und so weiter und so fort. Yay, ja. Und zwar sieht das so aus. Letztes Silvester von 2013 auf 2014 war ich auf einer Feier, wo wir Cocktails gemacht haben. Und da haben wir immer Cocktails gemacht. Also den Standardkram, ne, ihr kennt das Spiel hier, Caipirinha und Tequila Sunrise und Zombie und was wir da alles gemacht haben. So. Und dann irgendwann, weißt du, so um 3 oder halb 4, standen noch so ein paar Flaschen Zeug so auf dem Tisch. Ne? Und ich dachte mir so, hey, Junge, das musst du mal alles zusammenkippen, ist bestimmt geil. Und zwar sage ich euch jetzt mal, was da noch stand. Da stand, ja, Maracuja-Saft. Nicht zu verwechseln mit Mango-Maracuja. Typischer Anfängerfehler, sage ich euch. Die nehmen dann nicht Maracuja, so wie es hier steht, Maracuja Passion Fruit, ja, sondern die nehmen dann hier so Anfängerzeugs wie Mango-Maracuja. Geht ja gar nicht. Wisst ihr, das funktioniert nicht. Ist überhaupt nicht kompatibel. Ihr müsst original Maracuja-Saft nehmen, ne? So. Das, dann braucht ihr, das war da auch noch über, hier so komischen Orangenlikör. Ja, irgendwas, was knallt, ist egal, es hat jetzt 40% hier unten. Übrigens, ist für Erwachsene, ne? Also ab 18, ihr dürft das alle nachmachen. Liebe Kinder da draußen, ne? Mario-Fans, und ihr nehmt einfach immer nur den Saft und die drei Flaschen lasst ihr einfach weg, versteht ihr? Das geht dann auch, dann könnt ihr das auch trinken. So, naja, auf jeden Fall hier diesen Orangenlikör mit 40%. Einfach irgendwas nehmen. Ich habe jetzt hier Le Favori Triple Sec Likör à la Orange, ja, habe ich da genommen. So, dann was etwas Bekannteres, das ist hier Malibu, ja, das ist karibischer Rum with Coconut Flavor, ja, das kennt ihr, das steht immer in den Bars rum, sieht ganz schick aus und so weiter, ist arschteuer und das hat wie viel Prozent? 21%, ja, ist ein bisschen Mädchengetränk, aber das in der Konstellation kickt das halt erst richtig, ne? So, und dann, ja, so einer meiner Lieblinge, seht ihr natürlich auch im Flascheninhalt, dass das einer meiner Lieblinge ist, ist hier 43er Likör. Da gibt es so richtig geile Cocktails mit Sahne und Erdbeeren und so ein Zeug. Ne, wenn ihr jetzt sagt, hier, Cocktails sind eher was für Pussys, ne, könnt ihr gleich ausschalten, weil da seid ihr überhaupt nicht mit mir, weil ich finde Cocktails halt ganz cool. Ne? Ich finde Cocktail irgendwie manchmal entspannter, als irgendwie ein Bier in der Hand zu haben, einfach weil es schmeckt. Naja, auf jeden Fall, hier Orangenlikör, Malibu, Maracuja-Saft hatten wir gerade. Wo ist er? Hier, damit ihr das nicht vergesst. Maracuja-Saft, Original-Maracuja-Saft und 43er Likör. So, und das stand da alles so auf dem Tisch rum, ne, Silvester, und dann dachte ich mir, schütze alles mal zusammen und ich trinke das so und denke so, was geht ab? Ja, wie geil ist das bitte? Und das hat mich sofort an meine Kindheit zurück... Nein, falscher Satz. Das hat mich an ein Eis erinnert, was ich in meiner Kindheit sehr oft gegessen habe, und zwar das gelbe Solero. Kennt ihr das? Blende ich mal hier ein. Gelbes Solero-Eis. Ja, schmeckt genauso. Hat natürlich unweigerlich damit zu tun, dass das hauptsächlich der Maracuja-Saft ist. Ne? Wenn ihr daran nippt, schmeckt halt wie gelbes Solero-Eis. Aber dieser Cocktail ist einfach mega erfrischend und so weiter. Und was laber ich hier lang? Wir machen den jetzt einfach mal. Ja, was braucht man denn dazu? Man braucht hier so Crushed Eis. Ne? Das gibt es an jeder Tanke. Ja, das wird meistens im Gefrierschrank immer zu so einem Klumpen, da haut ihr dann einfach ganz doll mit dem Hammer drauf und dann habt ihr das so cool. Seht ihr, wie geil das aussieht? So, das braucht ihr. Dann braucht ihr so einen Cocktail-Shaker. Nehmt da nicht so ein teures Hipster-Zeug irgendwie aus irgendeinem komischen Laden, sondern das Set hier mit allem, was ihr hier seht, ist von Amazon für, ich glaube, nicht mal 20 Euro. Funktioniert super, ist dicht, könnt ihr euch kaufen. Ich schreibe einen Link in der Beschreibung, verdiene ich sogar noch was mit. Ist das ein Deal? Dann machen wir das doch so. So, dazu gehört dann noch dieser Deckel hier, den macht man dann hinterher drauf. Und dann ist da so ein eingebautes Sieb drin, damit man das Eis quasi nicht in das Glas schüttet. Ne? Und das, wenn man das shake, macht man das zu. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Ne? Ist ja hier Tutorial. Und dann braucht man noch so ein formschönes Cocktailglas. Ich weiß mal so, da muss nicht unbedingt Cocktail draufstehen. Ne? Da kann jetzt auch Milch oder so draufstehen. Könnt ihr dann trotzdem reinkippen. Ja, und zwar fängt man wie folgt an. Ach ja, ich habe hier noch so ein Potentiometer, nein, so ein Einfüllding, wo man sieht, wie viel Zentiliter das Ganze hat. Hier oben ist 2 Cl und hier ist 4 Cl. Da gibt es dann einmal die Männervariante, das ist die, und die Pussy-Variante, das ist die, also von dem Zeug. Seht ihr gleich. Ne? Also wir machen jetzt mal heute zur Feier des Tages hier die Männervariante. So, also wie fangen wir an? So, vor der Kamera habe ich das auch noch nie gemacht, ne? Ansonsten bin ich da zack, 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 wie der Salvatore der Hübchenspieler. Kennt ihr noch Salvatore der Hübchenspieler? Das ist jetzt zum Beispiel ein sehr unschönes Brockending, das nehme ich da mal raus. Und fülle jetzt erstmal meinen Shaker mit Eis.
So, Alter, ist das kalt. So, richtig schön rein. Also der kann schön voll sein. Ne? Ihr dürft auch mit rumsauen, ist nur Wasser. Da passiert nichts. So, ich mache das jetzt mal richtig schön voll. So, zack, zack. Noch ein bisschen was rein. So ungefähr. Oh, kalt, kalt, kalt. So, Handtuch hier so ein bisschen trocken machen. Und dann zeige ich euch mal, wie voll das jetzt ist. Ungefähr so. Ne? Das ist okay. So, dann packt ihr alles aus dem Weg, was ihr erstmal nicht braucht. Wir fangen jetzt mal mit dem 43er Likör an. So, wir nehmen, wie gesagt, 4 Zentiliter. Ne? Könnt das auch nach Gefühl machen, ist mir eigentlich egal. Aber wir nehmen jetzt hier einfach mal, zack, 4 Zentiliter ist schon relativ viel, ne? Und kippen das hier rein. Bam. So, ihr müsst schnell machen, sonst schmilzt das Eis und dann kickt er nicht mehr. So, Malibu. Ja. Ratet mal, wie viel? Auch 4 Zentiliter. Ich habe natürlich an dem Silvesterabend nicht irgendwie hier in Zentiliter das Ganze ausgemessen, sondern habe einfach reingekippt. Ich glaube auch ein bisschen mehr als 4 Zentiliter. Aber ist ja egal. In der Malibu haben wir auch 4 Zentiliter. Und jetzt kommt noch dieses komische Orangenzeug, wovon ich immer was anderes kaufe, wenn ich es nachkaufe. Weil es ist halt nicht so populär wie hier 43er oder Malibu. Ne? So, da auch noch ein bisschen was von rein. Warte mal, wie viel? Richtig, da hinten in der letzten Reihe. 4 Zentiliter. So, zack. So, das Wichtigste, jetzt müsst ihr halt auch noch Maracuja-Saft reinpacken. Den hier, ne? Nicht den Mango-Maracuja. Ganz, ganz wichtig, Anfängerfehler, du weißt. So, und das packt ihr da einfach, ihr seht ihr, so rein, so ein bisschen, damit ihr so ungefähr wisst, ja, so groß ist mein Glas. So, damit ihr auch noch so ein bisschen Platz zum Shaken habt, ne? Müsst euch beeilen, sonst schmilzt das alles und dann habt ihr zu viel Wasser da drin. So, zack, das geht dann hier drauf. Dann das noch mit drauf, dann Arm hochkrempeln, ne? Und dann fangt ihr das Ganze an zu shaken, ja? So. Richtig schön shaken, ihr müsst ihm richtig geben, ja, also so als ob es keinen Morgen gäbe, so richtig drauf, weil dann wird das Ganze nämlich richtig schön cremig und schmeckt nochmal doppelt so gut, ja, ihr braucht unbedingt einen Shaker, ohne Shaker geht das nicht, glaubt mir einfach, und dann auch schön lange, ihr könnt auch wahlweise einfach gegen die Hand, ja, den hier machen, ja, über die Schulter geht auch, würdet ihr aber jetzt nicht sehen, ihr seht auch, wie schön dicht das Ganze hier hält, ne, für nicht mal 20 Euro bei Amazon, kann man sich mal leisten, ne? So, weiter geht's. Zack, 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 wir sind fast angekommen. So. Ah. Noch ein bisschen. Ich bin schon ziemlich außer Atem, aber es geht noch. So, und hier habt ihr jetzt fertig geshakt und nehmt dann nicht alles ab, sondern nur den oberen hier und gießt darüber ein. Ihr seht schon, wie schön schaumig das Ganze geworden ist. Dann nehmt ihr euer Glas, ja? Und gebt euch das Ding hier rein. Ne, so, seht ihr, wie schön schaumig das ist hier unten? Oh, lecker, lecker, lecker. So, zack, ne? Und ich habe es natürlich perfekt abgemessen. Ne? So, komm. Ja, sehr schön. Und noch den letzten Tropfen hier raus. Und ja, genau so mag ich. Und ihr seht natürlich, wie super schaumig das Ganze ist. Ne? Seht ihr das? Mega schaumig, ja, oben drüber. Wollen wir mal eben probieren, wie das schmeckt, ne? Wir nennen ihn gleich auch noch irgendwie, ich habe noch gar keinen Namen dafür. Und dann testen wir mal, wie der so ist. So, ich nehme mal ein Schlückchen hier, ne? Prost. Oh. Ja. Schmeckt schon. Oh, ist kalt. Schmeckt schon richtig gut, Leute, ja, also es ist mit einer der besten Cocktails, ich habe da auch schon ein paar von, ne, also es schmeckt, oh, super, schmeckt richtig, richtig gut und aufgrund der Farbe brauchen wir jetzt mal irgendwie einen Namen dafür, nehmen wir noch einen Schluck hier, einen Namen dafür, schreibt einfach mal in die Kommentare, ja, dann machen wir so ein Community-Ding raus, ja, also wir machen jetzt eine Cocktail-Community und ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, wie dieser Cocktail hier und heute heißen soll. Ich habe ja gedacht, weiß nicht, so Mario Sunshine wäre aber so ein bisschen, ist eigentlich ein cooler Name, Sunshine und Mario, passt ja von der Farbe her, Mario halt hier, weil wir eigentlich ein bisschen mehr mit Videospielen machen und so weiter, kann man machen, ja, aber vielleicht gibt es dann noch einen anderen Namen, apropos Mario, Leute, wollte ich euch eigentlich auch nochmal erzählen, am 31.05.2014 macht der Melf, Flash Pinguin, Bababa und meine Wenigkeit auf Twitch, ja, so ein Livestream zu Mario Kart 8, wenn ihr das Video jetzt seht,
dann bitte, bitte, bitte kommt doch einfach dann vorbei. Wir starten höchstwahrscheinlich um 18 Uhr. Das ist das erste Mal, dass eine Uhrzeit genannt wurde. Ich bastel gerade auch an einem Trailer. Und in diesem Trailer werdet ihr auch noch sehen, was wir da alles machen. Wir werden Mario Kart zocken bis zum Abwinken. Wir werden Turniere aufbauen, gegeneinander zocken, kleine Bestrafungen und so weiter einführen. Ich habe auch meine PlayStation 4 mit am Start. Wir werden dann mitten in der Nacht, wenn so der Peak an Zuschauern weg ist und wir, also wenn dann die 50 Leute weg sind und dann, wenn dann nur noch 10 über sind, dann werden wir noch so ein bisschen Watch Dogs spielen und Trials Fusion und so weiter. Wird echt ein sehr chilliger Abend. Wir haben mit Facecam, wir können uns dann alle sehen, ne? Also nicht nur die Hände, wie ihr das hier seht, sondern wir zeigen dann auch mal unsere Gesichter, beantworten viele Fragen, ist sehr persönlich alles und ich freue mich mega drauf. Gar nicht so auf den Stream, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, sondern einfach die Leute zu treffen. Gerade Flash Pinguin habe ich noch nie persönlich kennengelernt. Baba und Melf sind sowieso die coolsten Leute überhaupt. Und mit denen einfach so lokal zu zocken, dann auch noch die Community am Start zu haben, das ist ganz, ganz ehrlich, wie gesagt, das macht einfach mega, mega Spaß und uns würde es freuen, wenn ihr am 31.05.2014, so circa ab 18 Uhr genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest, einfach mal einschaltet und uns zeigt einfach, dass das, was wir hier machen, euch auch so ein bisschen Spaß bringt. Ja, das war mein Cocktail. Ist übrigens jetzt hier nicht scherzhaft gemeint, das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Cocktail und den habe ich auch erfunden, bestehe ich drauf, ja, also das, wenn ihr da einen Namen für findet, kann ich euch vielleicht, wenn wir das Ganze dann mal irgendwie in Serie bringen, sagen wir 5%. 5%, wenn ich den Namen nehme, der ist dann für euch. Ansonsten, der Rest ist dann halt für mich. Ja, ich bin draußen und wir sehen uns aller spätestens, ja, wenn Mario Kart draußen ist, ne? Also am 31.05.2014, circa ab 18 Uhr. Surft Leute, die nur YouTube gucken, bitte auf www.getgaming.de. Einfach am Samstag mal drauf surfen, dann seht ihr ganz genau, wann das Ganze losgeht. Also genau in 7 Tagen. Einfach dabei sein und dann auch nochmal rückwärts. Ne? So, bis dann, Leute. Ich bin draußen. Ich mache mir noch ein paar. Ich habe hier so ein bisschen was drin. 47er ist nicht mehr ganz so viel. Aber ansonsten sieht es hier noch ganz gut aus. Ja, bis demnächst. Ne? Tschüss. Ja, Leute, war übrigens nur ein Spaß. Ne? Der Mpox, der hat das nicht geäxt. Ne? Also Alkohol immer in Maßen genießen, ne? Nicht in Massen so ein Ding nicht einfach wegexen, das macht ja auch gar keinen Spaß, ne? Da muss man genießen, ne? Ich hatte hier, seht ihr, da ist noch das Ding, hatte ich ein Glas mit ganz normalen nur Maracuja-Saft und das habe ich dann geäxt, ne? Natürlich nicht das Alkoholding, was hier noch so schäumt, ne? Nicht, dass ich da angeschrieben werde oder irgendwelche Eltern, ihr wisst schon, ne? Ja, tschüss.